I can only sleep at night. Das ist doch nach. Also ich finde zumindest, dass es sehr nächtlich aussah gerade eben. Ich weiß es auch ehrlich gesagt auch nicht, gar nicht, wie breit das Feld hier war. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, ach du Heilige. Oh, das Ding ist nicht gerade klein. Muss ich auch noch unbedingt noch mal schön in die Landschaft integrieren. Denn hier oben geht's ja. Hier wird es dann schon etwas enger, aber vielleicht mache ich da noch einen Weg oben entlang. Eigentlich eben noch ein. Oh, mal davon abgesehen, dass hier Eisen ist. Wieso habe ich das dann am Anfang nicht gesehen? Ich war hier doch in einer der ersten Sekunden der Map, oder? Ja, ist nicht. Da haben wir auch Kohle, das habe ich auch gesehen. Die werde ich jetzt auch noch schnell mitnehmen. Habe ich eigentlich Mutot Keys? Nein. Verdammt, die hätte ich mir eventuell einrichten sollen. Jetzt ist es zu spät. Da muss ich das nachträglich leise drehen. Irgendwie bin ich wirklich leicht erkältet. Das finde ich uncool. Davon abgesehen, es fällt jetzt nicht wirklich auf, wenn man ja bei mir den Hintergrund sieht. Das heißt, vielleicht fällt es doch ein bisschen auf, weil ich jetzt erst einen leicht anderen Winkel in die Kamera schaue. Noch mehr Eisen. Schöne Sache. Ich habe das Büro, sein jetzt mal, in dem ich hier arbeite und das Ganze aufmache, ist etwas umgebaut worden. Ich bin quasi, ich habe alles umgebaut und sitze jetzt in einer Wandecke und da ist der Greenscreen jetzt nicht mehr vorhangsmäßig, dass ich ihn jedes Mal raufziehen muss, sondern einfach erst immer an der Wand. Was spontanes Aufnehmen durchaus erleichtert. Das war gewaltig. Ich musste unbedingt das Dach als nächstes auch noch machen, aber dafür muss ich mal mehr Lehm finden. Denn das wird teuer und ich weiß gar nicht, ob man aus Ziegelsteinen aktuell schon Treppen machen kann. Ich weiß aber, dass es später gehen wird. Ich habe so viel Ramsch. Was will ich denn mit einem Knochen? Und die 16 Kohle packen wir mal hier in den Ofen. Kann man dann hier schon mal ein bisschen Steine wieder verballern. Denn man braucht ja jetzt dafür, nachdem es Stufen aus Cobblestone gibt, ist ein Stone Slab. Und wie heißen dann bitte die an? Also auch Stone Slab. Ja, die heißen einfach beide Stone Slab. Das ist sehr intelligent. Danke. Spiel dafür. Items gleich nennen ist mit Sicherheit eine sehr gute Idee. Das geht bestimmt nicht schief. Die werden aber eine andere ID haben, denke ich mal. So, gut, die Öfen laufen. Das passt alles. Super. Jetzt brauche ich erst noch ganz viel
Cobblestone. Und Erde eigentlich auch. Denn, wow. Die nehme ich mir aber auch mit, die eine Erde. Ich werde jetzt hier oben schnell das auch hier umrüsten. Dann kommen hier schon mal die Holzbretter hin. Eine Axt? Ja, ich habe eine Axt. Ich habe sogar noch drei weitere Äxte, die ich nicht brauchen werde. Oh, dann sind wieder Schafe. Lass mich sehr leicht von Schafen ablenken irgendwie. Das ist allerdings auch wichtig, weil wir brauchen immer mal wieder. Deswegen Schafe immer mal wieder mitnehmen. Haben wir nie ernsthafte Probleme mit Wolle. So. Jetzt bis wir bei 24 sind. Steine hinsetzen. Steine sage ich. Das ist Holz. Wahnsinn. Ach. Oh. Oh, wir sind schon fertig. Gut. Da muss, glaube ich, auf die Seite normaler Stein. Hier die beiden Bäume sollten auch weg. Kann ich da stehen etwas ungünstig sein jetzt mal. So. Mehr Schafe, wobei ich fast glaube, dass das dieselben sind. Och nö. Dann hier den Weg. Ich glaube, es ist aber im Allgemeinen eher weniger sinnvoll, von oben anzufangen. Das. Ja, ich muss tatsächlich von unten anfangen. Das ist echt blöd so. Nee, muss ich gar nicht. Das, wo Kobbel ist, muss dann später. Nee, warte, wo muss das Wasser? Nee, das Wasser muss auf den Kobbel rauf. Genau, so war das. So, hier kommt man aber rauf, oder? Ja. Das Wasser muss dann hier auf den Cobblestone drauf. Und da dachte ich, das ist. Hier nach unten geht, kann es das sogar bewässern. So war das. Wasser erfolgt bekanntlich seinen eigenen Gesetzen. So. Hier mache ich aber. Nein, aus Creeper-Explosionsgründen später mal. Eine stabilere Schicht und da habe ich ja auch gemacht, wie man hier sieht. Weil es besser so.
Das ist schon mal sehr gut. Ah ne, warte. Hier muss ich jetzt beachten. Das hier muss dann aus Erde. Ah, warte, so war das genau. Ja, nichts falsch machen ist ja hier die wichtigste Devise und das klappt schon mal richtig schlecht hier. So, gut. Dann wollen wir mal und jede Cobblestones. So. Oh nein, es wird schon Nacht. Ich gehe erst mal runter. Und dann schlafen. Wieso ist nicht Nacht? Ich verstehe nicht, ab wann Nacht ist und ab wann nicht. So. Ja, das heißt, ich könnte im Schlafzimmer der Burg auch gleich mal Betten reinbauen danach. So. Daran an den Stein anscheinend ja nicht. So. Das sieht man auch hier, dass ich hier gar nicht so viel Landschaft eigentlich wirklich aktiv bearbeite. Graben rein. Ne, warte. Jetzt bin ich schon wieder leicht verwirrt. Bleib oben. So. Das ist ehrlich gesagt gar nicht so einfach. Ich hoffe, da unten ist jetzt nichts, was empfindlich gegenüber Wasser wäre. Das wäre nämlich eher weniger cool. So. Ich freue mich dann schon nachher, das alles mit einer Hacke behacken zu dürfen. Nur mit ganz vielen Hacken. So, perfekt.
Dann hier.